Wir haben uns überlegt, heute mal Kartoffelpuffer zu machen. Und zu Kartoffelpuffern schmeckt natürlich frisches, selbstgemachtes Apfelmus ganz lecker. Und ich habe von der Firma Kilner, eigentlich von Affine, solch Kilner stellt es her, kaufen kann man es bei Affin. Und da ist so ein, naja, das ist so ein, eigentlich für Soßen gedacht. Da kann man Tomaten zum Beispiel, Tomatensoße machen. Und ich habe mir gedacht, das geht bestimmt auch mit Äpfeln für Apfelmus, ganz schnell mal Apfelmus. Kann man natürlich auch pürieren, ja, kann man alles machen. Aber wir wollen das heute mal mit diesem Kilner-Set machen. Da kommt dann hier so ein, na wie bei einer flotten Lotte, einfach so ein Sieb mehr oder weniger drauf. Dann diese Z, wo die flotte Lotte praktisch dran ist. Das wird hier oben mit drauf geschraubt. Das hier kann man auseinanderbauen. Das wird nach unten gedrückt, dann kannst du das auseinander machen und aufschrauben. Damit das fest ist. Und dann wird das hier bloß wieder rein hier setzt und runter gedrückt, damit es hier an den Seiten, also hier an den Seiten dann fest ist. Da muss man es jetzt runterdrücken und festmachen. Hier einhaken und dann ist es fest. Und für unser Apfelmus müssen wir uns jetzt ein paar Äpfel schälen und mit ein bisschen Zucker aufkochen. Ein bisschen Apfelsaft, wenn man hat. Und dann wird es einfach, musstet ja irgendwie klein kriegen, die Äpfel zu Mus machen. Entweder stampfen, pürieren oder eben durch so eine kleine flotte Lotte. Und das machen wir heute mal. Meine Äpfel habe ich dann jetzt in so kleine, also geschält und dann in so kleine Stückchen geschnitten. Da kommt dann jetzt Zucker zu. Zucker nach Geschmack. Das ist immer. Wir brauchen das meistens ein bisschen süßer. Ich mache jetzt einfach mal 3 Löffel drin. Nachsüßen kann man ja immer noch. So, da kommt dann jetzt noch ein bisschen Orangensaft rein. Ich habe jetzt hier Valensina. Also eigentlich kommt Apfelsaft rein. Man kann aber auch Orangensaft reinmachen, dann schmeckt das noch ein bisschen nach Orange. Ist die Geschmackssache, man kann auch Bananensaft reinmachen. Ist halt immer die Geschmackssache alles. Und das Ganze dann jetzt aufkochen. In meine Apfelmasse ist es ja erstmal nur, kommt dann noch Saft von einer halben Zitrone ungefähr mit rein. Auspressen und drin laufen lassen hier und weiter köcheln lassen. So. Fertig. Meine Äpfel haben dann ungefähr so 5 Minuten gekocht. Man muss immer mal so gucken, ob die weich sind. Dann kriegst du, wenn du sie so gedrückt kriegst, sind sie sehr weich. Ihr könnt euch jetzt überlegen, ob ihr da noch ein bisschen Zimt dran macht oder Vanillezucker oder was auch immer. Wir lassen das gerne so. Ich habe jetzt den Orangensaft damit dran. Und die Zitrone. Ich habe das Ganze jetzt noch ein bisschen abkühlen lassen nach dem Kochen dann wieder. Und dann wird das einfach hier oben eingefüllt und durchgedreht und dann kriegt man seinen Apfelmus. Kleckert das da unten durch. Das ist ja cool. Jetzt muss ich das alles erstmal durchdrehen. Das ist ja cool. Hast du Apfelmus? Hast du Apfelmus, ganz schnell. Naja, ganz schnell. Aber schneller als sie. Ja, mixen musst du das auch oder muss man halt immer mal ein bisschen nach. Man kann immer anders rumdrehen. Ist ein Uhrzeigersinn. Uhrzeigersinn ist besser. Man gewöhnt. Ja. Perfekt. Das muss ich erstmal nachfüllen, alle. Was es alles so gibt. Ja, und vor allem, gut, du musstest ja die Äpfel jetzt auch kochen, aber ansonsten ist es ja dann ohne Strom zuzubereiten. Und wenn du deine Tomatensoße machst, kannst du die Tomaten da einfach durchpassieren. Und dann musst du halt auch die Tomatensoße kochen, ist nun mal so. Irgendwas muss man kochen. Ja. So, und das ist dann jetzt hier die Ausbeute von den 6 Äpfeln, ist ganz schnell gemacht. Ihr könnt es ja auch am Vortag machen, wenn ihr am nächsten Tag vorhabt, mal Kartoffelpuffer zu machen. Das geht aber relativ schnell und das schmeckt richtig lecker. Also ich habe jetzt nur die Äpfel drin, bisschen Zucker und ein bisschen Orangensaft. Wir finden es immer wieder ganz doll lecker. Ihr könnt es theoretisch einfrieren noch, einkochen, aber man kann das auch einfach, weil man es ja jetzt im Glas hat, einfach einen Deckel drauf. Der Deckel ist damit bei. Deckel drauf im Kühlschrank und dann hält sich das auch ein paar Tage, wenn ihr dann nochmal Eierkuchen machen wollt oder so.
Und dann hat man das schön komplett fertig. Braucht nicht noch eine Schüssel. Du hast das gleich in dem Aufbewahrungsglas. Finde ich eine coole Sache. Und das ist so lecker, Leute. Das müsst ihr mal ausprobieren, selber zu machen. Ihr könnt ja auch mit dem Stabmixer oder sonst was. Aber ich finde es halt cool. Nein, mit der Maschine, mit dem Teil hier ist schon eine feine Erfindung. Ist einfach lecker. Das ist eine ganz feine Erfindung. Ja. So, ihr Lieben, unsere Puffer oder Reibekuchen. Oder wie sagt ihr dazu? Also, wir sagen ja Kartoffelpuffer, aber ihr sagt immer, wenn man solche langen Kartoffeldinger hat, sagt ihr irgendwas anderes dazu. Für uns ist es Kartoffelpuffer. Unsere sind fertig, unser Apfelmus dazu, bisschen Zucker drauf und dann ist die Sache fertig. Wir haben dann keine Zeit mehr für euch. Ihr kennt das Spiel. Wir gehen dann jetzt lecker Kartoffelpuffer essen und probiert es aus. Mit dem Apfelmus ganz lecker und gerade mit diesem Glas oder mit dem kleinen Durchschlag für verschiedene Obstsorten oder Gemüse. Ich finde es cool. Bleibt also weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch immer wieder die neuesten und coolsten Sachen, die wir finden oder machen. Apfelmus selber gemacht, schmeckt doch am besten. Das ist das Leckerste, was es gibt.